Historische Schiffsmodelle im Maßstab 1 zu 100 sind bei Bastlern ebenso gefragt wie der moderne Segler mit integriertem Hilfsmotor oder der Kutter mit steuerbarem Kran. Die Herangehensweise an die Miniaturkonstruktionen ist dabei so unterschiedlich wie die verschiedenen Schiffsgattungen. Die meisten Modelle hier, das sind Baukästen, sind aber auch einige Modelle von mir hier und von unserem Kollegen aus Braunschweig, die nach Zeichnung bauen, nach Plänen bauen, von Grund auf. Und das dauert natürlich eine ganze Zeit. Dieser große Segler, der hat 2 Jahre gedauert, nach Feierabend. Aufgeschlossene Modellbauer lassen aber auch ihrer Kreativität freien Lauf. Dass sich niemand an Baukastenanleitungen halten muss oder an die originalen Vorbilder, zeigen einige unorthodoxe Wasserfahrzeuge. Sehr viel Spielzeug baue ich um, zum Beispiel da ein Kanu, wo der Paddler dann selber paddelt. Das entsteht denn, ein Kanu war da, was macht man damit? Geht man auf den Flohmarkt, kauft sich ein paar Barbie-Figuren und macht die beweglich. Schiffsmodelle sind nicht nur für den geneigten Hobbybastler interessant, sondern können auch ein exklusiveres Publikum ansprechen. So ergeben sich nicht nur bei der Größe verschiedene Maßstäbe. Wir haben halt für praktisch jeden Geldbeutel Boote. Wir haben ein sehr gutes Modell, mit dem man richtig bei Seewasser segeln kann. Das geht los bei 800 Euro segelfertig. Aber man kann auch so, wir haben auch Motorboote entwickelt für Blohm und Voss, die dann in vor allen Dingen Abu Dhabi verkauft haben. Die kosten dann 8000 Euro. Schiffsmodellen sind außer bei der Größe eigentlich keine Grenzen gesetzt. Bis zum 27. Januar können sich Kreative, Kinder und Kapitäne auf der Boot in Düsseldorf von der großen Galeone bis zum kleinsten Schiff der Messe fast alles leisten. Auf den Maßstab kommt es eben an.